Mein Herzschlag ist unregelmäßig. Was soll ich tun? Herzrhythmusstörungen sind Unregelmäßigkeiten im normalen Herzschlagmuster. Gelegentliches Stolpern bzw. Extraschläge sind meist harmlos und treten in der Jugend und bei Sportlerinnen häufig auf. Dieses Herzstolpern verschwindet aber unter Belastung. In seltenen Fällen kann es eine Herzschwäche, wie sie bei älteren Menschen häufig auftritt, oder eine Herzmuskelentzündung sein. Was kann gegen unregelmäßigen Herzschlag helfen? Stressreduktion, ausreichend Schlaf, zu viel koffeinhaltige Getränke und/oder Alkohol bzw. aufputschende Substanzen vermeiden, gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und nach dem Sport magnesiumhaltige Getränke einnehmen. Wann soll man zur Hausärztin, zum Hausarzt? Beim Herzstolpern bzw. unregelmäßigem Herzschlag und bei hoher Herzfrequenz in Ruhe, sprich wenn der Puls über 100 ist. Wann soll man in die Notaufnahme? Bei Herzrhythmusstörungen mit Atemnot, bei starken Brustschmerzen oder Ohnmachtsanfällen. Bei einem fieberhaften Infekt sollten körperliche Aktivitäten vermieden werden, denn hier steigt die Gefahr einer Herzmuskelentzündung. Elektronische Messgeräte, wie zum Beispiel eine Smartwatch, zeigen bei Herzrhythmusstörungen oft nicht die richtige Herzfrequenz an. Hier ist es ratsam, den Puls händisch zu kontrollieren.